Verkehr zweite Ausfahrt nehmen. Hallo und herzlich willkommen auf meinen Kanal. Ich mache einen Bremstest, ich sag dir. Nimm diese Ausfahrt. Ich meinte auch in guten, ich mache einen Bremstest. Ist jetzt gerade frei, zieh vorbei. Immer geradeaus. Jetzt war ich mal noch da. Bevor ich mich aufgerufen habe. Muss noch wer tanken? Ich hab noch tanken. Also tanken wäre eine gute Idee, Paula hat Durst. Ach so, na. Jetzt war ich durcheinander. Ach, und ich darf ja nicht mal rechts halten, ich muss ja links halten. Ja. Oh. Ja. Demnächst links abbiegen. Die Scheiße, bleib doch nicht stehen. Mach mal bitte aus. Was hast du denn direkt? Biege nach links ab. Ja. Die dicke Bärde hat noch. Ach, da fahren wir vor, da müsste die Arbeitsagentur auch gleich mit. Ich würde doch erstmal weiterrollen und sobald okay, ich fertig lass bin, uns eine neue Route finden. Würde ich mich dann euch wieder anschließen. Ja, dann am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Dauert nur ein paar Minuten, dann bin ich wieder da. Ja, die dicke Bertha und ich rollen erstmal voran. Jo, mach das. Bis gleich. Jo. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus. Das war gestern, gestern Steinbruch, Mandy. Der mit uns gefunkt hat. Ja. Der ist da, ich die ganze Zeit. Die Stimme kenne ich doch irgendwo und den Namen auch. Den ich gestern Abend noch annehmen wollte, aber vergessen habe. Mies. Das ist der. Wieder auf 80. Ich bin schon lange auf 80. Ich lolle gerade. Route neu berechnen. Mit 66 Jahre. Wie war das mit 66 Jahre? Da fängt das Leben an. So, jetzt bin ich dort. Ich muss aber auch sagen, Udo Jürgen hat richtig gute Musik gemacht. Ja, das auf alle Fälle. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Ich will einmal sein Grab besuchen. Einmal im Leben. Der liegt in Österreich, das weiß ich. Österreich? So. Ich glaube darin, dass er Österreicher ist. Ja, aber es gibt irgendwo im Friedhof, da liegen die ganzen Stars. Ich weiß nicht, wo es ist. Gegenverkehr. Ich hab nur 11 Kilometer. Wenn du es genau wissen willst, Wiener Zentralfriedhof. Demnächst links abbiegen. Ja. Ich war mir unsicher. Ich war mir jetzt unsicher, ob er da links ab. Aber. Sein Grab sieht man richtig, weil er hat im Grab einen weißen Flügel stehen. Ja. Ich habe Kopfschmerzen. Ich weiß, was gegen Kopfschmerzen hilft. Musst du deinen Freund zu dir holen? Geht nicht. Vor Überstunden. Ich könnte auf Freitag früh losfahren. Und Sonntag Nachmittag zurück. Oh lala. Nach Vancouver. Da wo noch letztes Mal genehmigt wurde. Tanken, ja oder nein? Ich denke mal, der ist eigentlich zu 99 genehmigt.
Tag, dann muss ich den Tag ausfüllen. Ja, ich hab noch 1883 Kilometer. Ich bin ab. Schön für dich. Im Kreise verkehren. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ich habe medizinische Ausrüstung. Oh. Nee, du kannst helfen. Biege nach rechts ab. Ich habe noch 110 Euro auf dem DB-Konto. Gesundheit? Deutsche Bahn. Ah ja. Gesundheit? Und zur Not gibt's sowas hier. Gott sei Dank, nee, ich sag nicht. Das war zu tief gezogen. Demnächst links abbiegen. Da hat die Watte wieder verbrannt. Biege nach links ab. Nein. Doch, die nimmt zu spät. Okay, lass uns eine neue Route finden. Jetzt erst. Ja, nach heute ganzen Tag mit Qualme. Immer geradeaus. Ich bin froh, dass keine Katze mit ist. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Das wird so ungewohnt sein, wenn wir wieder in Deutschland sind. Das ist so lustig. Das ist so lustig. Ich singe das und nebenbei kommt aus meinem Mund immer der Qualm geradeaus. Das habe ich mal geschafft habe in England. Rechts, also so wie wir in Deutschland fahren, gefahren. Plötzlich kam Gegenverkehr. Dachte ich mir, fährt da jetzt falsch oder ich? Und dann habe ich geguckt, oh, England. Gut. Rums. Ja, das ist der Fehler. Du bist halt dieses Rechtsfahr gewöhnt. Und dann bist du in England. Demnächst links abbiegen. Du fährst links. Das ist so scheiße. Da müsst ihr extra einen LKW haben für die andere Seite. Mit Lenkrad auf der anderen Seite, oder wie? Mhm. Ja. Biege nach rechts. Der Nordwind Rechtsfahrer. Halt, gute Fahrt. Das sind keine Deutschen. Endlich, wir sind da. Guck mal, da steht jemand. Der steht wo? Da ist ein Ständer, der steht. Das ist ein Ständer, der steht. Wir sind doch fertig mit den Nerven. Hätte den Salat mit extra vielen Zwiebeln und scharfem Zeug nicht essen dürfen. Aber das Ding war so lecker. Jetzt muss ich mal überlegen, rauche ich jetzt das Cola leer? Wo halb voll ist er? Das muss ich leer, machen. Ja, halb voll ist er sogar noch. Schauen, ob ich es schaffe. So. Ach, da ist ein Pinky. Der Pinky. Mit 80 gemütlich hier langfahren. Fahr ich schon die ganze Zeit. Nein, was? Scheiße, der LKW ist jetzt falsch. Ach. Kann man Lucky Lucky. Ist doch nicht aus der inneren Sicht. Wie war das griechische Wein? Mit dir vertraut und singen, komm, schenk dir ein. Ich geb Gas, ich hab Spaß, ich geb Gas, ich hab Spaß. Das ist aber ein anderer, gell? Wenn du Gas gibst, hast du Knoblauch gegessen? Ja.
vorhin, heute Mittag Tzatziki. Ich hab Knoblauch. Und Zwiebeln. Und dann und gerade noch einen Käse mit Knoblauch. Oh ja, steht schon drin. Dann passt das ja. Und morgen habe ich einen Termin. Jede Putzen, ich kann doch jeder gehen. Ich muss Maske aufsetzen, ich vergaß mich selber. Wenn dann musst du das so machen wie dein Bundestag. So ein Netz als Maske. Ja, damals in der Ausbildung war das lustig. Auf der Schubkarre für die Sachen, die weggeschmissen waren, war eine Knoblauchknolle. So, ich die Knoblauchknolle genommen, aufgemacht, abgeschnitten an beide Seiten und angeguckt, wie die so ist. Die war eigentlich noch komplett gut. Die wurde einfach draufgeschmissen, die war aber komplett gut. So, was mach ich? Knoblauch nehmen, rein in den Mund. Nein. Und der mich, Nein. Der auf mich, wie heißt das? Ja. Der auf die Azubis aufpassen muss. Wie heißt das jetzt? Mikro, danke. Wen meinst du? Keine Ahnung. Der auf mich und den anderen Azubi aufpassen musste und uns was beibringen musste. Du wirst manchmal als Hintergrundgeräusch wahrgenommen, Sammy. So, besser? Ja. Der auf uns aufgepasst hatte, auf mich und den anderen Azubi, der uns das auch beigebracht hat, der hat dann zu mir gesagt, stinkst aus dem Maul wie eine Kuh aus dem Arsch. Weil ich so viel Knoblauch gefressen hab. Wie bist du ausgefüllt denn der? Der war ja auch wieder. Ja, auf Studio, ne? Lerning oder Tisch oder so, ne? Auf jeden Fall war das auch lustig. Unser Chef war unterwegs, unsere Chefin war unterwegs. Boah, die Chefin, die war ein Drache. Ein Drache vom Herrn höchstpersönlich. War die gefährlich. Und unser Lehrmeister war unterwegs. Alle Damen Kartoffeln wegbringen in die unterschiedlichen Rebes und so weiter. Und dann kommt so, wir sollen ein bisschen den Hof sauber machen und dann unser Hofladen überprüfen, dass da alles ist. Und dann trage ich was auf den Hofladen rein. Dann blinkt das Rohr weg. Biege nach links ab. Und ich trage was gerade in den Hofladen rein. Was passiert mir? Der Kartoffelsack bleibt an meinen Ohrringen hängen. Biege nach links ab. Hätte ich den fallen gelassen, hätte es mein Ohr durchgerissen. Deswegen habe ich es nicht gemacht und habe es gehalten. Habe ich den anderen Azubi gesagt, hol die Schere, hol das Messer und schneid mir den Sack kaputt. Du Schwein, jetzt denkt der Fall. Demnächst rechts abbiegen. Könntest du mal deine blinkende Röhre weglegen und damit nicht rumspielen? Habt ihr eigentlich bei euch weibliche Kartoffeln oder männliche Kartoffeln? Ich glaube weibliche. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt. Glaubst du oder weißt du? Genau. Weil die weiblichen Kartoffeln werden ohne Sack geliefert. Ei. Ich fress gleich das Mikro. Genau so, mein Opa holt Brötchen. Du meinst Semmeln, oder? Ja, Semmeln. Und dann sagt er einmal dunkel und einmal hell. Sagt die Verkäuferin, können die in die gleiche Tüte rein, hat mein Opa letztes gesagt. Biegen bloß nicht, die haben sich auf der Autofahrt so lange unter, gestritten. Der linke. Nimm mich auf, wenn ich stinke. Nee. Hast du dich gewaschen? Hast du duschen? Gestern. Das faucht der von rum. Reicht ja nicht, dass die nur rumfauchen. Muss er auch rumfauchen.
Da kommt ein Greise. Ich will's. Hui. Mit alles durchgebrettert. Weh, du machst jetzt Bremstest. Bremsen, Handbremse und Bremsen. Ja, hab ich auch gemacht. Du hast meinen Schwung so weggenommen, Vieh. Ich hab meinen eigenen Schwung auch weggenommen. Aber du wirst mir dankbar sein, weil da kommt nochmal ein Kreise. Im Kreise verkehren, im Kreise verkehren. Wo musst du hin? Geradeaus? Ja. Ich muss irgendwann mal das Warnsignal deaktivieren. Was deaktivieren? Das Warnsignal, wenn ich zu schnell bin. Das Gebieps auch, das geht mir langsam auf die Nüsse. Fahrt wie die. Ja, bin wieder da. Yippee. Yippee, Schweinemangel. Mahlzeit. Das war doch Anstand. Das war doch Anstand. Entschuldigung. Ein anderer hätte gekotzt. Sag du erst, Franz. Ich hab gesagt, das war doch Anstand. Ein anderer hätte gekotzt. Es soll ein Lied werden, aber ich hab den Text vergessen. Ach so. Wie war das? Ihr habt gemundelt. Ja, wie Martin Luther Du musst mich aber nicht gleich als Sau bezeichnen, bloß weil ich einen dicken Bauch habe. Ich darf doch sagen, ich habe selbst einen dicken Bauch. Du kannst mir sagen, wo ihr seid, weil ich bin jetzt wieder einsatzbereit am Joinen. Ich kann dir gleich sagen, wo wir sind. Also. Warte. Hörst du meine Hupe nicht? Nein. Oh. Deine Hupen sind zu klein. Ja, ich weiß. So, warte mal. Warnblinker an, rechts ranfahren. Reinrumsen? Nein, ich hab Bremse, Handbremse drin. Ich muss meine Bremse stärker einstellen. Also, wir sind gerade. Einfahrt A9 an Das wird lustig, ich hab die jetzt voll aufgedreht. Wie nennt man das? Ja. Der Winke Winke und goodbye. Also die nächste Stadt, die bei uns in der Nähe ist. Glasgow. Das ist die nächste. Hast du gehört? Ich höre euch nicht mehr.